herzlich willkommen. Hier ist Ihr Feierabend. Hier ist Neun Live. So heißen wir, ja. Wir sind noch nicht drauf. Ja, also wir sind schon drauf. Gut, das beruhigt mich jetzt zu wissen. Ich dachte mir, wir sind erst ein paar Minuten drauf. Gut, dass ich hier Quatsch mache und Sie mich bereits sehen. Das freut mich besonders, wenn Sie eingeschaltet haben hier bei Neun Live, Ihrem Lieblingssender. So. Danke. Unglaublich, unglaublich. Also wir arbeiten ja heute in einer fantastischen Zusammenstellung. Sind wir eigentlich komplett besetzt heute an allen Positionen? Jeden Tag auch, ja. Das noch. Sie haben das aber leicht was Provokantes gehört in deiner Stimme, ja? Ach so, aber nur ganz leicht. Unabsichtlich. Aber nur ganz, ganz leicht. Ja, übrigens, meine sehr verehrten lieben Österreicherinnen und Österreicher, ich bin am Wochenende von Freitag bis Sonntag in Österreich und feiere dort den Junggesellenabschied meines Bruders. Falls Sie in der Nähe der Steiermark leben sollten, beziehungsweise in der Landeshauptstadt Graz, da werden Sie eine Bagage von verrückt gewordenen, im mittleren Alter befindlichen älteren Herren finden, die den Junggesellenabschied quasi feiern werden und das über 3 Tage. Das heißt, ich könnte eigentlich heute schon zu saufen beginnen, oder? Nein, ich höre gerade, heute saufen Emeritus. Das freut mich sehr zu hören für all diejenigen, die heute schon auf uns angestoßen haben. Cheerio, Leo. Ja, cheers an dieser Stelle. Ja, was gibt es eigentlich noch zu sagen? Nichts, oder? Nichts Neues passiert. Also heute ist eigentlich nichts Großartiges passiert, oder? Nö, ich glaube nicht. Also nichts Nennenswertes, würde ich fast sagen. Wetter ist schön. Ja, übrigens, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will Ihnen mal kurz zeigen, das ist quasi unser Studio. Ja? Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist eine Tapete. Wenn Sie das mal genauer hinschauen, das ist quasi wie unsere Federbilder. Ja, schauen Sie mal. Sieht man das eigentlich? Das ist ein einziger Fehler, ja. Ja, sehen Sie das? So, meine sehr verehrten, wer so etwas haben möchte, der kann sich bei uns jetzt schon bewerben, weil diese Wand wird auf jeden Fall abgerissen. Ja, also die Wand wird nicht überleben. Ja, was willst du noch mal? Die Kronleuchter haben wir gerade mal. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist quasi hier die Decke unseres Studios. Das ist Scheinwerfer Nummer 10. Scheinwerfer Nummer 10, ist zum Beispiel, ja, in diesem Studio drehen wir tagtäglich, weil Sie sich fragen wahrscheinlich zu Hause, was machen die den ganzen Tag? Ja, also man muss ja am Anfang immer allen, die Fernseh gucken, und der Witz an der ganzen Geschichte ist, wenn Sie jetzt auf meine Uhr gucken, die ist zwar schon leider sehr, sehr, aber das heißt leider, aber die ist halt schon 40 Jahre alt, die Uhr, dann werden Sie sehen, also gut, dass meine Uhr geht halt vor, ja, nicht, dass Sie denken, wir senden eine Sende versetzt, ja? Guck mal, da ist doch eine. Ah, gucken Sie, ja. 19:12. Das ist genau die aktuelle Uhrzeit, die wir auch teilweise als Echtzeituhr einblenden. 19:12, beziehungsweise 19:13 und 01. Das müssten Sie jetzt quasi auf Ihre Uhr haben, dann haben Sie Ihre Uhr absolut richtig eingestellt. Ja? Ist der Counter. Aber nochmal für alle, die hier arbeiten, der Counter ist immer rückwärts. Ja, also der zählt nie nach oben. So, aber ist doch nur live, oder? So. Also ich will Ihnen das Studio mal zeigen, das haben Sie wahrscheinlich noch nie so gesehen. Das ist quasi das Studio, aus dem wir am Nachmittag die sogenannten Quiz-Breaks auf ProSieben senden. Ja? Und was ich nur sehr schade finde, hat irgendjemand meiner Kollegen diesen Auftritt mal genutzt? Ja? Doch, da hatten wir in den Quiz-Breaks kaum Zeit. Also da hatten wir, glaube ich, kaum Zeit, oder? In den Quiz-Breaks. So, Sie merken jetzt, muss Andi, mein Kameramann, muss die Blende selber ziehen. Ja, das heißt, er muss im Endeffekt das, was hier an Dunkelheit quasi an Sie jetzt gerade ausgestrahlt wird, muss er aufhellen, indem er die Blende, ja. Aber das kann er gut. Hier haben wir jetzt ein Sofa, meine sehr verehrten Damen, das erste hat nicht überlebt. Das sieht jetzt kuschelig aus hier, oder? Hat so einen leichten rosa Touch. Ja, das sieht schon kuschelig aus. Das ist... Ja. Ja, das finde ich hier, das ist hier, ich glaube, auf diesem Sofa saß ich ganz am Anfang, beim allerersten Quizbreak, saß ich hier. Übrigens, das, was Sie hier sehen, ist alles echt. Nicht, dass Sie denken, das ist, also, hören Sie? Das ist auf jeden Fall alles echt, nicht, dass Sie denken, wir haben hier irgendwie... Ja, ja. So, das kann schon mal passieren, dass so eine Vase runterfällt, ja? Das Einzige, was nicht echt ist, meine sehr verehrten Damen, ist hier... Das weiß ich. Sind die Birnen und die Orangen, die hier sind. Ja, weil die hätten in der Zwischenzeit schon Beine bekommen. Die liegen aber schon seit 10, 11 Jahren da, oder? Bitte? Die liegen ja schon seit 10 Jahren da. Ja, die gibt es schon eine ganze Weile hier. Ja. So, und das ist quasi
Wenn Sie sich fragen, wie heißt denn eigentlich, weil bei uns gibt es ja bestimmte Studios. Das hier ist zum Beispiel Studio Nummer 9. Wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Wir haben noch Zeit, ja. Ja, also das ist zum Beispiel Studio Nummer 9, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, weil Sie sich oft zu Hause fragen, warum schwitzen Moderatoren oft so? Das hat die unterschiedlichsten Gründe, ja. Ab einem gewissen Alter sind es bei den Damen die Wechseljahre. Bei Männern, wie heißen die Wechseljahre bei Männern? Midlife Crisis? So ja, ähnlich. Würde ich sagen, oder? Ja, so ähnlich. Warte mal ehrlich, wann gehen wir auf Sendung? Ich habe noch keinen. Jetzt mal Spaß beiseite. Haben wir nicht irgendwie jetzt. 1923 gehen wir doch auf Sendung, oder? Nee, noch nicht. Okay. So. Ja. Was machen wir nachher in der Sendung? Soll ich das mit der Führung im Studio nochmal machen? Ja. Also, wenn der Andi das hinbekommt, dann bitte? Kannst du auch mal einen Requisitentisch zeigen. Und ja, pass auf, dann gehen wir in knapp drei Minuten gehen wir auf Sendung, drei oder? 3 Minuten haben wir noch, ja. Dann können wir es nachher so machen, wie es gerade probiert? Machen wir. Ja, ich glaube, du warst ganz gut, das stimmt. Gut. Aber das mit der Jackpot-Zahl darf nachher nicht passieren, gell? Das stimmt. Du solltest auch deutlicher reden. Du nuschelst. Ja, weißt du warum? Weißt du warum ich heute nuschel? Nein. Ja, weißt du warum? Weil wir hatten früher, vorhin in der Redaktion hatte ich einen Kasten Bier stehen. Und die wollten unbedingt, dass ich... Nein, kein Spaß. Ey, ihr könnt bei mir jetzt Blut abnehmen. Ihr werdet merken, ich habe nicht mal 0,1. Im Gegensatz zu Andi, der jetzt schon hundemüde ist. Andi, das ist der geht ohne Rücksicht auf Verlust. Wenn er das während der Sendung passieren würde, dann würde ich das jetzt wirklich allen sagen. Ja, also so, ja, liebe Zuschauer, mein Kameramann, gehen. Oder fressen nicht live drauf sind. So, wann gehen wir drauf? 19.23 Uhr und? 45 Sekunden. Okay. Also, Andi kann ja vielleicht die Uhr zeigen. Danke dir. Das ist Andi. Ja! Du wolltest doch bücken! Wenn wir nachher auf Sendung gehen, machen wir aber kein Blödsinn mehr, ja? Na, das dürfen wir nicht. Ja, das blöde Benzinthema können wir echt mal streichen. So, wobei mich wirklich ärgert. Also 1923 und wie viel? 42 gehen wir auf Sendung? 45. Gott. Hör doch mal zu. Und bitte, könntest du dem Mann aus der Tonregie sagen, wenn er wieder diese komische Musik spielt? Mann aus der Tonregie, bitte Musik ausmachen. Wer ist es heute? Tom? Udo? Udo. Aber Udo macht sonst gute Musik. Boah, dann ist ja, aber bitte, irgendwie. Jetzt bitte mal gescheite Musik, wenn wir auf Sendung gehen. Sowas, ja. Das muss irgendwie zum Abend passen. Unglaublich. Aber nachher bitte keinen Quatsch machen. Und bitte, wenn ihr was zeigt aus dem Studio, das dann so zeigen, dass es ein bisschen professionell rüberkommt. Übrigens, wo ist eigentlich der Aufnahmeleiter? Der sagt, er trinkt ja was zu trinken. Stimmt. Jetzt mal unter uns, jetzt mal kein Spaß. Du warst aber noch eine Minute, oder? Aber jetzt mal kein Spaß, der Aufnahmeleiter... Marc, warte mal ganz kurz, der Nick, Aufnahmeleitung, hat ja auch mal Getränke ins Set gestellt. Ja, aber nochmal, ein Aufnahmeleiter... Ich hoffe auch richtig. Lass mich so aus der Geschichte meines Daseins. Ein Aufnahmeleiter ist doch normalerweise am Set, während ein Aufnahmeleiter... Achso, weil wir jetzt auf Sendung gehen, ist auch nicht da. Richtig. Okay. Gut. Ich bin einfach gern vorbereitet, wenn wir auf Sendung gehen. Bei No Life muss der Aufnahmeleiter ja auch... Muss der Aufnahmeleiter auch die Gläser abwaschen und so weiter. Ach so, ja. Muss das bei uns der Aufnahmeleiter machen? Okay. Muss ich nochmal vor Sendestart abgepult werden? Was läuft eigentlich jetzt? Was läuft eigentlich jetzt auf 9 Live? Was läuft eigentlich jetzt gerade auf 9 Live? Oh, weiß ich gar nicht. Was haben wir jetzt noch? Wird schon irgendwas kommen. Okay. Wie immer halt. So, jetzt bitte mal Musik runterfahren lassen, jetzt ordentlich starten, ist kein Spaß hier. Musik gut aus. So, okay, bitte aber ordentliches Intro geht dann nochmal in schwarz. Wann gehen wir drauf? 1923 und 41? 45. Okay, dann bitte mach das mal schwarz. Und bitte jetzt, Udo, mach mal ordentliche Musik. So, wie beginnen wir? Okay, dann komm her. Dann komm bitte aus dem Schwarz. Ich stehe dann hier. Wer ist vor? Okay, super. Genau, und bitte wirklich eine schöne... Ja, zähl bitte runter. Aber wir 10. haben noch. Okay, 10, danke. Next. 4, 3, 2, 1. So, bitte. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist 9 Live. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Hier ist Ihr Feierabend. Ich hoffe, Sie hatten besonders viel Spaß hier mit meinem lieben Kollegen Norman Margolei, der Ihnen WPOK-TV präsentiert hat. Ich freue mich umso mehr, dass Sie heute eingeschaltet haben, denn heute heißt es bei uns in der Sendung gewinnen, gewinnen und nochmals gewinnen, wie es hier bei uns bei 9 Live schon lange heißt und immer heißen wird. Wichtig hierbei ist, Sie müssen natürlich unsere Mitmachregeln einhalten, darauf komme ich gleich zu sprechen. Natürlich auch unseren Spielmodus verstehen, den ich Ihnen heute ganz explizit und vor allem ganz genau nochmal präsentieren werde. Oder? Sind Sie heute gewinnt um 39.149, die runtergeht? Diese 53, das geht nicht. Ach so, fantastisch. Das ist Minuten. Sehr gut. Keine Ahnung, was das soll. Ist halt so. Okay, sehr gut. Also, wir können Find mich spielen, Find mich Schlacht. Find mich Schlacht bedeutet bei uns immer mehrere Find michs hintereinander gedauert, je nachdem, wie Sie lösen. Würde ich fast vorschlagen, oder? Ich zeige mal das erste Find mich. Ja. Wichtige Informationen natürlich in Einblendungen. Ja.
Wow. Bitte deutlicher, A10. A10 muss ganz präzise rüberkommen. A10. Das muss genauer werden. Bedeutet? A10 bedeutet, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin jetzt in dieser Situation oder an dieser Stelle verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, richtig, dass Sie auf die Einbildungen achten müssen. Aber das war immer so, ist immer so. Das war ja immer genau, schon ja, bei uns so. Ja.